Penis. 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 Er kennt sich also nicht aus mit kleinen Jungs. Genau. Mit besser. Kleinen Penissen. Mit pubertären Jungs. Kenne ich mich nicht aus. Warum nicht? Weil ich keiner war. Ja, aber bist du nicht so schön? Ja, das sagst du, aber hat irgendeiner schon mal das Gegenteil bewiesen bekommen? Wenn Jesus eine Frau ist, dann könntest du, naja, gut, okay. Tim, ich argumentiere nur wie Tim. Tim ist dran. Stimmt. Gott finde ich die beste Antwort hier. Aber kannst du eh schreiben. Die ist schon sehr gut. Gott, kannst du Tims immer Geschlechterrollen sind ein bisschen wie Schrödingers Katze. Sie könnten da sein, aber... Auch nicht. So, Jetzt kommt's. Gut, dass du auch Geschlechterrollen sagst. Nicht schlechter. Ja, okay. Ah, das ist ja schwierig. Alter, Gino. Okay, Tim. So, Tim. Ja. Es sind nur 6 Punkte. Ja, okay. 100 Leute haben wir gefunden. Das sind beides schön. Naja, okay, ich sage jetzt einfach mal die häufigsten Fehler der Frauen beim Autofahren. Mhm. Gott, das ist eklig, so viele Klischees. Mhm. Ich habe ja keinen Plan vom Autofahren. Ich schreibe jetzt einfach mal was ich irgendwo mal gehört habe. Hast du einen Führerschein? Nee. Was war häufig ein Fehler? Ach Mann. Mit dem Tim schaut wieder sowas wie Brüste haben. Ja, deswegen kann man halt nicht den Schulterblick richtig machen, weil die halt im Weg sind dann. Wo hast du. Also. Ja. Ich zähle einfach nur so Vokabular auf, was ich mal beim Autofahren irgendwo gehört habe. Schulterblick, so Rückspiegel oder irgendwas, was man da so. Ja. Okay. Ja, du warst ganz schön schnell, ne? Nicht schlecht. Aber für Schnelligkeit gibt es ja keine Punkte. Ja, aber man kennt es ja nur für. Okay. Okay. Oh, ja. Chapeau, der war ganz nice eigentlich. So dicht das Auffahren. Frauen fahren dauernd zu dicht auf. Echt? Ich habe Leute also, anfahren geschrieben. Nein, das ist was anderes. Halt nicht in den Rückspiegel gucken, ist das das Gleiche? Nee. Nee. Also auch anfahren ist nicht nur auffahren, sondern halt anfahren. Ja, ist auffahren. Also, ich meine jetzt im Verkehr. Einfach. Ja, okay, dann nicht. Okay. Beim Autofahren schminken. Nein. Ah, stimmt. Das habe ich wer ja. Macht denn das sowas? Stimmt, das so oft auf der Autobahn siehst du die den schmiechen die sich ja, aufs Kamera. Ja, natürlich, das machen voll viele Frauen. Ja. Aber wenn ich fahre, kann ich doch nicht noch schmiechen. Ja, das sag das denen mal, du. Nee, dafür brauchst du ja nur auf dem Bürgersteig stehen und in die Autos reingucken. Das weiß ich auch so. Mhm. Man kann beim Fahren Kaffee trinken, essen und rauchen. Aber laut mitsingen und sind dadurch abgelenkt. Was? Laut mitsingen und dadurch abgelenkt sein. Nein. Also es machen zwar viele Frauen, aber es ein Fehler ist. Den Beifahrer oral befriedigen, hat das jemand? Habt ihr drüber nachgedacht? Das ist halt beim Autofahren gefährlich, ja, wenn man die Fahrbahn dabei nicht also sieht. Also nicht außer den Beifahrer. Den Beifahrer ist super. So. Wie nachher? Ich dachte, du wolltest mich fahren. Nee. Kannst du mal kurz das Lenkrad festhalten? Okay. Aus Angst und Panik in Gefahrensituationen kommen. Oh mein Gott, da kommt ein ich Taxi, sowas, und dann fahren Sie in Taxi. Ich habe Nervosität. Ja, das würde ich dazu zählen. Ich habe Denken. Ist das, zählt das? Großer Fehler der Frauen. Kommt auf deinen Standpunkt an. Findest du, dass Frauen denken... Zu viel beim Autofahren? Nein, das ist nicht das Gleiche. Weil Autofahren ist ja was intuitives. Dann hast du einen Punkt richtig? Bei Angst und du ich habe Nervosität bei null. Ja gut, dann kriege ich einen Punkt dafür, super. Und ich krieg auch einen, oder wie? Oder was? Nee. Du kriegst null. Nee, doch, du kriegst einen. Weil, einen ja, Punkt. Genau. Und dann habe ich noch... Flirten. Beim Autofahren? Stopp, ja, Fehler. Gleich mit? Ja, mit anderen Leuten in anderen Autos. Ah. Jetzt überlegt ihr vielleicht, soll ich noch einen Führerschein holen. Wie macht man das so? Wie geht man da vor, wenn man mit anderen Leuten... Flirten? Keine Ahnung, knickknack durchs Auto, was weiß ich, aber es ist... Man zeigt seine Brüste halt so. Kennst du das nicht? Wenn man das kenne ich, aber das ist ja kein Flirten. Oh, das ist mir mal passiert. Da gehe ich so ganz unschuldig dann und dann... Fuhr so ein Bang-Bus nehmen, ohne Scheiß, es war so ein Bus ohne Fenster hinten. Und dann, britisches, hey, sie, Sir! Ich so, und dann zack! Und ist sie weiter, ohne Scheiß. Das ist wo war das? Das Taxi in Deutschland? In Jena, ja, als ich in meinem... Britisches Taxi, ne?
Ja, cool. Wie jetzt alle die lachen, die auch sich regelmäßig informieren. Also okay, der ist Chat. Anscheinend irgendein Pornoshit. Mm. Okay. Ja, guck mal, wie unschuldig er... Also britisches Taxi sagt mir okay, nichts. Okay, wollen wir jetzt mal gucken, wer die richtigen Antworten. Rückwärts einparken ist natürlich immer... Ich habe falsch einparken. Ja, das habe ich auch. Ist das Gleiche, ist das Gleiche. Ach nee, habe ich nicht. Die richtigen Antworten. Ja, ich habe zwei Parkplätze benutzt. Ja, ist das Gleiche. Okay. Shit. Wie viel? Ich habe 4. Ich auch 4. 8. 2. Oh Mann, das kriegst du doch wieder nicht. Nee, ich habe das doch nicht. Ich okay. habe darüber nachgedacht, aber dann doch was anderes aufgeschrieben. Okay. 10. Ist mir zum Mainstream erschienen. Und dann habe ich keinen Rückspiegel benutzen. Ja, das habe ich. Ja, guck mal. So, 2 habe ich da. Ich habe 3. Noch wer? Nee, 5. Nicht blinken? Ich habe auch blinken vergessen. Ich habe links blinken, rechts fahren. Und das basiert auf einem Warnerlebnis. Das habe ich aber auch rechts oder links verwechseln. Das machen viele Frauen. Ich war tatsächlich eben mit einer Freundin unterwegs. Ich behaupte einfach mal, das war jetzt kein... wir waren halt unterwegs und ich sage, ja, wir müssen jetzt rechts. Und dann blinkt sie rechts, fährt aber links. Oh shit. Ja, das passiert heute. Und ich habe halt so gewartet, bis sie irgendwann einfach nur rüberguckt und lacht. Ja. Aber sie ist halt eiskalt weitergefahren und sagt nach einer Minute, wir sind doch mitten im Wohngebiet, was wollen wir denn hier? Ich sag, du ja, das habe ich auch. Orientierungslosigkeit. Ja, das habe ich dann bei Verfahren. Also niemand von euch hat nicht blinken geschrieben, ne? Doch, ich habe blinken vergessen. Okay. Ja, ich habe einen Punkt. Zwei, also drei. Also links blinken, rechts fahren ist das nicht. Nee, sondern das ist dann links das und rechts. Das ist dann links Schwäche. 4 Punkte und bei dir? 3. Macht 7. Ich habe Leute anfahren. Nein. Das ist auch für einen Mann ein Fehler beim Autofahren. Und zu langsam fahren. Ja, das ist auch, das machen auch viele Frauen. Aber es macht. Das stimmt. Hat niemand. Bei dir ich noch was offen? Orientierungslosigkeit. Ja, ich habe Verfahren. Mhm. 3. 2. Also eigentlich müsste ich doch denken, muss doch bei irgendwelchen von diesen Antworten eigentlich auch mitpassen. Nein. Nein. Weil sie eigentlich nicht denken. Denken ist eigentlich eher hilfreich. Aber ja. Die denken, nein, aber die... Nee, die haben das große Laufzeit, hat das doch so, das ist unterschiedlich. Man, ist das so das intuitiv, das fährt man doch Auto oder nicht? Ja, ohne Großhirn. Aber das Denken, was du meinst, würde zum Großhirn zählen, das in dem Fall auch. Deswegen ist ja ein Denken ein Fehler. Ich freue mich auf die Sendungskritik der Emma. Jetzt habe ich 2x5. Na gut. Liegen nicht mehr. Also denken... abwürgen. Hä, hey, das check ich nicht. Dieses System ist dumm. Was möchtest du denn jetzt? Achso, ihr seid alle durch. 15 und da 15. Also wenn das ich natürlich, weil ich cool bin, würde ich ja, natürlich das streichen. Aber ich habe dann viel natürlich mehr ab. Kannst streichen, was du willst. Ich hab geschrieben, zu früh einlenken beim Einparken. Ja, wir hatten ja schon falsch einparken haben wir doch. Haben wir doch? Wie viel ist das? 10. Also wir hatten 10 plus deine da. Dann plus 3 dann. Das sind 13. Jetzt muss ich alles nochmal neu rechnen. Mann! Okay. Dann habe ich noch... Wir sind durch. Menstruation. Achso, ihr habt menstruieren? Hat niemand? Das ist ja kein Fehler, dafür kannst du ja nichts. Ja, aber beim Autofahren ist es ungünstig. Nee, guck mal auch so. Du kannst alles machen eigentlich. Na gut. Also es kommt auf die Frau. Und zu viele Hupen? Ich würde nicht schwimmen gehen. Zu viele Hupen? Ich glaube, die zu viele Frauen hupen weniger. Männer hupen, glaube ich, bestimmt mehr, öfter. Nee, zu viele Hupen. Ach, zu viele Hupen. Verstehst du? Ja. Mir gibt keine Punkte, hat niemand oder was? Aber für den Gag, 2 wird schwer, für den oder? Gag kannst du dir einen Punkt aufschreiben. Ja, ich krieg einen Punkt für den okay, Gag. Okay, Miriam. Ich habe angefangen. Was ziehe ich zusammen? Das jetzt ich muss doch noch rechnen. Ich hatte, aber du hast gesagt, danach hast du gesagt... 1, 2, 3, 4, jetzt bist du doch dran. 25. Achso, ich dachte mit Vorlesen, die rechnen doch noch. Achso. Ja, das ist 28, doch. Oh, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, ich bin zurück. Ja? Wie viel? 28. Alter, was ist jetzt? Da, 13 plus 7 plus 5 plus 3. Das ist ja heftig. Das sind 13? Ja. Aber dann wird das doch gestrichen. Nein, das hier ist gestrichen. Richtig, mit 14, sage ich ja. Ah, nee, stimmt. Ja, wird schon richtig sein. Und, nee, ist und korrekt. Okay. Aha. Naja. Ach, gut, machen wir mal kurz einen Übertrag. Ach, nee. Feste und Partys, die Frauen am besten gefallen. Oh Gott. Was? Feste und Partys, die Frauen am besten gefallen. Mhm. Ich weiß, was von ihr kommen wird auf Platz 1. Ja. Sehr gut. Das schreibe ich jetzt auf. Ich auch. Ich schreibe einfach Klischees auf. Ach so. Ja, ich habe das Spiel ja jetzt verstanden. Jetzt hast du ernsthaft geschrieben. Wie ich hier die Punkte jetzt hier raussauge. Raussauge, hihi. Ah, sie hat es auch gesagt. So viel zum Thema Pubertät. Scheiße. Ich wollte schneller sein.
Ja, aber es ist nicht ein gutes Zeichen, wenn ich schneller umdrehe als ihr, dann habe ich wieder Sachen, die... Da schreibst du wieder Jesus auf. Ich hätte es übrigens auch gut gefunden, hier war die beliebtesten Automodelle bei Frauen. Da hätte ich natürlich als erstes genommen, das Rote. Ja, nicht gleich. Frauen, die einem sofort einfallen, wenn es um Brustvergrößerung geht. Ja, habe ich ausgelassen. Oh, das wäre gut gewesen. Scheiße. Hm. Schade, ne? Ja, das ist echt blöd. Ist Lolo Fahrig, also verrottet die eigentlich, oder musste man die vorher rausnehmen? Wie sagte Oscar Wilde, alle, ich glaube alle 15 oder, ja, 15. Nee, aber die ist ja tot. Ach so. Wer? Lolo Ferrari, aber die ist schon voll lange tot. Ja, ja, aber sind die Dinger immer noch intakt oder mussten sie die rausnehmen und mit Stroh füllen? Also ich glaube, Gino hat abgeguckt. Die sind nicht. Die stehen im Museum. Habe ich überhaupt nicht. Sind die biologisch abbaubar? Ich glaube nicht. Silikon. Silikon musste austauschen dann. Also haben die erst mit Stroh gefüllt danach? Ja, die kannst du jetzt. Nicht. Die haben die dann genommen und haben die dann recycelt und jetzt kann man seinen Bart damit abdichten. Ja, wahrscheinlich. Ah, das ist eine gute Frage mit der Beerdigung. Ja gut, ich meine, am besten wäre es, wenn sie es einfach nur rauslassen. Dann haben sie auch einen handelsüblichen Sarg und müssen nicht noch irgendwas draufbauen. Ja, ja, ich glaube schon, dass sie die rausgenommen haben. Ich hoffe, ich hoffe. Dann haben sie sie auf den Bauch gelegt, niemals, damit man das nicht sieht. Lass es niemals die Emma sehen. Ab. Ja, ich bin auch durch. Ja, ich bin auch durch. Okay, Motto-Partys. Frauen, ja, Moment, lieben Motto-Partys. Moment. Ich habe jetzt Dildo-Party, Tupperware, Thermomix jeweils einzeln aufgeführt. Eine Motto-Party ist sowas wie unter dem Meer. Und, oder, nee, wie heißt das? Also Kostüm. Ach so, so, ja, ja, so eine Motto-Party. Ist halt, zählt Karneval? Ja. Ist ja eine Motto-Party. Geht Hochzeiten? Ist auch, ja, ja, Hochzeit, ja, es ist keine Motto-Party. 90er, aber 90er-Party. 90er-Party, ja, ist eine Motto-Party. Yes, habe ich nur null. Ich habe es nochmal getauscht. Ich habe es nochmal mit der Dildo-Party, ja, getauscht. Du kriegst 4 Punkte. Okay. Okay. Dann wenn ich nicht gesagt hätte, wäre Dildo-Party auf 1 gewesen, oder? Den, oh, ja. Ich hab übrigens was anderes als gedacht, als ihr Dildo-Party gedacht habt. Naja, Karaoke-Abend. Nee, Karaoke habe ich auch nicht. Nee. Nicht. Aber Hochzeit ist doch auch, da ist doch alles dabei. Ja, und statt der Dildo-Party habe ich die Bukake-Party aufgeschrieben. Ja, Gangbang Bukake. Ja. Ja, aber das ist ja, die Frage war ja... Statt der Dildo-Party vor allem. Ist eigentlich auch fast, nee, das Gleiche. Die Frage ist ja, was Frauen besonders gerne machen. Ich kann nicht feiern, welche, ja, Feste sie gerne feiern. Vor allem, genau, das ist doch kein Fest! Das sind doch, was war das? War noch hier Anlässe. Jedes Jahr Party wieder, am 14. Das Februar, wird das große Bukake-Fest gefeiert. Frauen auf der ganzen Welt finden sich ein im Wohnzimmer ihrer Nachbarn. Männer kommen zusammen. Wir haben einen Verlust zu vermelden. Das ist doch, das, ja, ist voll legitim. Also Julia, ja, von mir kriegst du 3 Punkte. Das sollte eigentlich ein Feiertag sein. Oder da müsste, weil die Männer können ja, müssen ja die erste Mal dadurch, dass es ja viele Frauen gibt und wenig, also das ist sozusagen viele Männer auf eine Frau, müssen die ja auch an den Tagen öfter irgendwo hin und müssen dann auch frei haben, komm, weil sie müssen ja den Tag über sozusagen immer in den Häusern ihrer Nachbarschaft vorbei, um auch, oh, alle Frauen zu, oh, beglücken, von der dürfen die da auch nicht arbeiten. Das sollte definitiv ein Feiertag sein. Es sollte auch danach, der Tag danach sollte auch frei sein. Stimmt, denn man muss dann, also man muss sich auch ein bisschen regenerieren. Ja. Gut. Ja, er sagt, haha, wir sind alle gleich. Was für... Die Leute weinen. Ja, die Leute weinen am Tisch. Das Spiel hat's gesagt. Was für Freundin kennst du denn? Boah, geil, lass doch mal eine Bukake machen. Mädels haben, ich habe 2 Punkte drauf. Ich habe 3, ja. Okay. Also, Dildo-Party ist noch nicht vergeben, jetzt die Punkte. Nee. Also, ich hätte echt vieles erwartet. So, jetzt Themawechsel. Ich kann nicht mehr. Also, was ist die nächste Antwort? Hat er nicht immer, ich denke, niemand hat das geschrieben. Doch, ja. Sleepover-Party mit Wein. Oh. Ja. Oh. Ich bin im Alter, da kann ich nicht mehr bei meinen Freunden. Ja, bei ihr heißt das halt Netflix and Chill. Ja. Eins. Bukake. Und danach was nicht zum Tanzen gehen. Ich habe Disco. Ja, perfekt. Null. Oh. Disco, das ist kein spezifisches, keine spezifische Party. Disco-Fete. Disco-Fete? Die gute Disco-Fete. Ü30-Partys. Disco-Fete, ist doch schön. Disco-Fete, ja. Habe ich auch nicht. Was war jetzt mit Dildo-Party? Ja, Dildo-Party habe ich auf leider dummerweise auf Platz 4. 4 Punkte? Ich habe 1 dann, also 5. 5? Ich habe nicht Dildo-Party. Nee. Du? Hast du Dildo-Party? Nein. Was? Du hast Bukake. Miriam ist durch. Ich Bukake durch. Ohne Dildo ist. Verzeihung. Ja. Also 5. Tupperware. Das ist halt dasselbe wie eine Dildo-Party. Ja. Ja gut, dann, ich habe halt Tupperware und Thermomix, so 3 einzelne Partys. Aber nur wenn man in dem Dildo auch Essen aufbewahren kann. Dann wird's verkauft, Party. Umrühren. Banane vielleicht. Don't mix food and porn. Okay.
Nee, sowas alles nicht. Ja gut, dann kriege ich nur jeweils 3. Und Hochzeit? Hochzeit habe ich auch 2. 3. Ja. Und die Verlobungsfeier. Was? Wer feiert noch eine Party zur Verlobung? Niemand. Nur reiche Leute. Niemand. Ja. Sollen wir nochmal die Punkte durchgehen und dann... Wer wolltest du was zum Tanzen? Also sehen wir den Unterschied. Noch, Disco. Ich habe auch Platz 1, übrigens Weihnachtsfeier. Nein, das ist wirklich nur was für Frauen. Wie man bei uns immer merkt, bei unserer Weihnachtsfeier. Du warst ja noch auf keiner, aber da sind wirklich ultra viele Frauen. Oder wenn die alle sagen, ah, stimmt, ein Ball. Ein Ball zum Fußballspielen jetzt, oder was? Nein. Ist das? Abschlussball, Abiball. Abiball. Abiball-Zeug, aber das ist ja keine... Ball? Ja. Ja, stimmt, da können die immer hässliche Kleider anziehen. Das aber hat niemand von euch. Das finde ich am schlimmsten an diesen Feiern, weil man dann auch so die hohen Schuhe und diese... Naja. Und da habe ich noch Disco, ja gut, Geburtstag. Hat denn niemand Mardi Gras, Alter, was ist denn los mit euch? Was? Ne? Karneval. Mardi Gras. Das einzige Fest, wo man auch mal seine Brüste zeigen kann und dafür auch noch geschenkt wird. Du darfst immer deine Brüste zeigen, wenn du möchtest. Ja, aber da kriegst du dafür Ketten umgehangen. Ach, die Geschichte. Ach so. Mardi Gras, niemand oder was? Schreibe ich mir mal auf. Girls from White. So, Schlager-Move hat auch niemand? Nee. Ich hab, Gott, da war ich sogar letztes Jahr. Ich habe noch eine Babyparty. Geburtstag. Babyparty. Ich habe auch Schinkimicki-Party. Ich war letztes Jahr auf 3 Babypartys. Was ist denn, wenn die Babyparty 9 Monate nach der Bukake-Party ist? Ja, find da mal den Vater raus. Hat niemand Indie-Festival? Nee. Nein. Hä, Karneval auch niemand. Ich krieg jetzt trotzdem die Punkte. Ist ja geil. Wie? Von was? Oder also hat mir doch vorhin immer so gemacht, wenn nur einmal, nee, wenn man die alleine hat, kriegt man die Punkte, die da stehen. Ja, wahrscheinlich ja. 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 Und auch niemand hat Cosplay-Partys. Nee. Nee, dem. Komm. Machen die. Kenn mich nicht so aus. Ja, das sind doch die Partys, wo die Ladies chillen. Deswegen hast du sie auch da stehen, wo es 0 Punkte gibt. Und da gehst du auch immer hin, um die Ladies aufzureißen, oder wie? Auf die Cosplay-Party? Auf die Cosplay-Party. Ich muss sie niemanden aufreißen. Ich gehe seit 10 Jahren auf keine Cosplay-Party mehr. Ich gehe mal auf unsere Weihnachtsfeier, um Mädels aufzureißen. Die muss man zwar mit der Lupe suchen, aber irgendwo haben sie sich versteckt. Hinter der Bar. Es sind noch 12 Stück, also. Also ich muss jetzt erstmal rechnen. Können wir kurz ruhig sein? El Fagino und eine ist auf dem Klo und heult, weil sie Gino hatte. Möchten Sie Sex mit Gino? 30% haben gesagt gerne und die anderen 70% nein. Das müsste mal eine Glaubensfrage sein bei Chatduell, oder? Wer hatte Sex mit Gino? Willst du Sex mit Gino? Ach so. Ja, da würde ich gerne mal wissen, ja, was darüber rum. Sein Männer. Na ja, und das heißt doch nichts, Alter. Ja, okay, also. Ja. Oh, das war eine schlechte Runde. Ich muss den Übertrag noch machen. Übertrag, das heißt, wir können schon mal alles zusammen. Weiß ich nicht, aber da steht. Hey, habt ihr jetzt erst Übertrag? Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ich mache die nächste. Dumm seid ihr. Ich kann nicht. So, konzentriert euch. Das sind zu hohe Zahlen. Ich bin auch raus. Kacke, ich glaub's nicht. Okay. Mann, ey. Ich dachte, das ist okay, das sind alle. Okay, seid ihr bereit? Jupp. Nee. Woran man eine Blondine erkennt. Blonde Haare? Ja. Hört auf zu sagen, was ihr denkt. Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schreiben sollte. Hä, was ist das für eine beschissene Frage? Hallo. Es gibt doch nur ein Attribut. Die Frage, die ergibt keinen Sinn. Doch, aber es tut mir in der Seele weh. Aber YouPorn in der Pause gucken. Ja, das ist ja was anderes. Die Frage ergibt einfach keinen Sinn. Naja. Du musst es im Übertragen. Das ist ja wie eine Frage, du musst es metaphorisch woran stellen. Erkennt man eine Frau? Ja, du musst es mit... Schreib einfach, dass sie bei der Bukake-Party in der Mitte ist. Ich hab's nicht gemacht. Wenn man von oben guckt, ist sie in der Mitte. Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Sache vorlesen darf. Ist das eine Scheißfrage? Oh, Amiri, ey, hast du wieder so ekelhaften Scheiß geschrieben? Nein, nein! Das ist das richtige Spiel für Ralf, ey. Nicht wahr? Ja. Naja, ich meine, was bei euch da in meiner Umkleide abgeht, das will auch keiner wissen, oder? Eine Geschichte. Ach doch, erzähl doch mal. Erzähl mal, wenn 25 nackte Männer in der Kabine sind, ohne Frau. Naja, der die wenigsten Tore schießt, ist er damit oder nicht dann? Liegt auf dem Rücken. Ja. Ich will das, ich weigere mich, das auch. Ich lasse das. Also war das bei mir, so war das bei mir damals im Verein. Oh okay. Okay. Das war euch jetzt nicht so. Ich gehe mal von oben nach unten durch, ne? Ich dachte, das wäre überall. Alle bereit? Ich sag mal blonde Haare. Ja, ich habe Haarfarbe. Blond. Ich auch. Also 3 von mir? Überraschung. Ach so, na, wir haben alle 4. Alle 5, also 20. Nee, ich hab das bei. Ich hab noch einen. Ich hab's bei 3. Ja. Ach so.
4 macht 12, 16. 16, ja. Mhm. Dann habe ich dumm. Ich auch, 4. Ich das auch. Hab ich mich, drei, da habe ich mich sieben. Geweigert, das aufzuschreiben. Ja, das ist eigentlich auch. Richtig, 3. Ich habe also hab Probleme mit Mathe. Nee, ist nicht dumm. Ja, ich meine, so neid, aber Leute, die Intelligenz... Ja gut, aber Eddie Mathe. Zum Beispiel hat Probleme mit Mathe und aber er ist auch ja, ziemlich dumm. Ja, aber das kumuliert ja nur, ist ja keine... Ich würde nicht, also das ist ja... Ich finde die Frage nicht halt mich. Wie hast du das? 4. Ich habe 3 und du hast auch 3, ne? Ja. Also 10. So, danach dachte ich an die klassische Blondine aus Witzen. Ich habe große Brüste. Ich habe Brüste. Überhaupt Brüste, weil es ist ja eine Frau. Ich habe weiblich, das zählt auch, oder? Was, das ist nicht ist bei Brüste. Ich wieso Brüste? Brüste sind ich habe explizit... Nein, ich Brüste, Brüste sind nicht explizit weiblich. Na gut, stimmt. Brüste und große Brüste. Ja, okay. Bin ich auch. 3. Brüste, große Brüste 2. Zählt dann nicht, das ist was anderes. 5. Und dann habe ich gut im Bett. Was? Weil blonde dumm, Frauen dumm, sind gut. Besser aber im Bett als andere Frauen? Hey, du bist doch selber blond. Ja, aber das ist doch Quatsch. Sie ist halt nicht gut im Bett. Ja, okay, gut. Nein, das ist doch Quatsch, dass man sagt, dass die Haarfarbe davon abhängt. Ah ja, dreh mein Zettel um. Ja gut, aber es könnte ja sein, dass sich Frauen sagen, ich bin gut im Bett, okay, warte mal kurz, dann muss ich mir die Haare wohl blond färben, weil ansonsten würden die Leute ja denken, ich bin schlecht. Ja, genau. Okay, Haare färben schreibe ich mir auf. Also gut im Bett hat niemand? Nee. Okay, dann habe ich noch 90, 60, 90. Das linke oder das rechte? Sexy habe ich, das zählt. Ja, das zählt. Okay, beide wie viel Beine, hast du da? Oder? Beide Beine. Okay. 1, 0. Ich habe 2. So gut. Okay. Oh, Miriam schämt sich jetzt schon. Ja, Mann. Sexy zählt. Ist das so sexy, ja. Weil das habe ich 2 Punkte. Ach, also dann sind es 4. Oh Mann. Okay. So, jetzt könnt ihr. Ich habe Penis. Penis. Ja, Penis, ja. Ja, wollte ich, habe ich hier angefangen aufzuschreiben, aber nicht so. Das steht schon an. Das B schon, ja. Das zählt, komm. Wie viele Punkte? Ich habe keinen Penis. Also Rechenprobleme hat keiner? Nein. Hat jetzt jemand Penis? Nein. Na gut. Und ich habe noch, ja, weiblich hat niemand. Nee, aber wenn du Penis aufschreibst, widerspricht es ja ein bisschen mit. Hey, warum? Weiblich. Was meinst Ladyboy? Du? Thai? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Aber Thai sind nicht blond, ne? Ja, gut. Ja, färben. Kapier ich nicht. Du. Ich habe Handtasche, ist das alles. Summe X machen Sie. Handtasche? Aber ich wirklich, ich weigere mich, diese Frage wirklich überhaupt noch weiter zu diskutieren. Ja. Dankeschön. Ist einfach. Lass uns lieber nochmal über deine Fixierung hier in der Schulpause sprechen. Es ist keine Fixierung, es ist nur die falsche Einschätzung offensichtlich junger, pubertärer Männer. Ich muss da vielleicht mal... Muss man mal recherchieren. Recherchieren, ja. Komm, Miri, hau raus. Oh Mann, aber also ich möchte... Wie ist hier unangenehm, ja, das Mann, jetzt schon? Also, Scheidenpiercing. Ich bin halt auf blond, dumm, Blondine und dann kam ich auf Blondinenwitze und darum ist mein dritter Punkt zwischen zwei Schwarzen. Was? Check ich nicht. Okay, alles klar. Blacks und Blondes, oder was? Nein, eine Milchschnitte. Ja, klar. Ja, natürlich. Okay. I see what you did und there. Ich bin dort geblieben. Oh, nee. Alter, ich bin dort geblieben. Ich bin enttäuscht. Schreib einfach deine Punkte. Warte, ich geh kurz niemand. Raus, weil sonst... Es hat ja sowieso niemand. Schreib einfach deine Punkte auf. Genau. Und dann machen wir die nächste Frage. Das ist mit der Frauensolidarität, das machen wir später auch nochmal in der Aufarbeitung beim Michael Thiel. Das ist auf jeden Fall... Nee, ich habe tatsächlich dann irgendwann einfach, weil Handtasche und bunte Fingernägel aufgeschrieben. Hast du nachgelesen? Ja. Na, so... Ist ja auch weiblich. Also so, so ein typisches Tussi. Ist es weiblich, weil dann kriege ich mehr Punkte. Eigentlich sind bunte Fingernägel und Handtaschen auch weiblich, oder? Aber dann müsste ich für Brüste auch Punkte kriegen. Ja, stimmt. Ja, gut. Nein, kriegst du nachher. Ich will es auch sehen. Ja, wenn ihr jetzt alle seht, dann machen wir gleich. Ja, so. Gut. Okay, also Handtasche. Oh, ich sehe jetzt schon an deinem Weinen. Das kann nichts Gutes okay. sein. Was habt ihr? Macht ihr den Rest zu Ende? Ja, Handtasche und Fingernägel. Habe ich schon. Habe ich schon. Hat niemand. So, okay. Letzte Runde noch, also, jetzt oder? Muss ich noch rechnen. Eine Runde können wir noch, oder? Chrissy? Eine können wir noch. Super. Ich muss erst Annabelle rechnen. Denkt sich bestimmt auch so. Ich muss erst rechnen. Sitzt die ganze Zeit nur so da. Haben wir noch was mit Rothaarigen? Ich weiß nicht, was du nicht. Ach, ich muss erst mal rechnen hier. So. Ich muss. Wer ist denn jetzt überhaupt dran? Ja, Anja. Ja, klar, Moment hier, so die streichen. Ah, nee, die muss ich streichen. Hm, okay. Dann habe ich noch. Das war eine lausige Runde. Na gut, ich habe es ja auch mit Ansagen. Okay, mach was Cooles. Mhm. Der erste Punkt. Boah, das war schwierig. Gut. Warte kurz. Kannst du auch schon mal nehmen. Darf ich noch mal? Hier, das ist doch was für dich. Das ist schön.
Oh, das finde ich gut. Ja, guck mal. Oh, jetzt weiß er es schon. Ja, hilft mir damit, total. Damit jetzt alle wissen, komm, an was Männer denken, um nicht zu früh zu kommen. Aber das können wir jetzt auch schwer beantworten, aber was ich mal gehört habe, schreibe ich jetzt wieder auf. Ja? Tim schreibt bestimmt, ihr ins Gesicht gucken. Ich kenne mich nämlich aus. Ich mag das Spiel nicht. Ja, ich bin auch froh, dass es gleich vorbei ist. Passt. Als Antwort jetzt, oder? Das gleiche Kranke. Sehr schön. Es tut mir leid. Boah, das ist schwer. Du hast eigentlich die besten Antworten, muss man sagen. Nach Anjas zweiter Runde dachte ich, wir sind alle so ausgelassen und lustig. Und dann kamst du mit deinem akutiven Verstand. Okay, Leute, noch. Beim Vorstellungsgespräch hat Nils mir damals erzählt, dass das hier echt alles straight abläuft und coole Leute. Vorstellungsgespräch für dein Praktikum, geht oder was? Vorbei. Du? Geht vorbei, genau. Du wirst dich schnell dran gewöhnen und so. Hast du dich schnell dran gewöhnt? Wenn man an meine Reaktion sieht, ja. Dein Vorstellungsgespräch als Facility Manager. Go, go, go. Milchschnitte. Ich hab jetzt irgendwas aufgeschrieben. Ja, ja, das ist auch der Sinn des Spiels. Sinn des Spiels. Okay, komm. Also. Ach ja, ich. Ja, Fußball. Habe ich mal gehört. Und daran denken viele Männer. Ja, hat vor allem, keiner. Wenn. Tor! Wer gerade mitspielt. Lenk dich nicht so ab. Nee, hat niemand. Gut. Aua! Dann habe ich Oma. 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 Ja, habe ich. Vier von mir. Omas von der Müllhalde habe ich, aber das reicht auch. Das ist halt auch ja, oder? Kommt hin. Oma. Ich habe drei. Okay. Ich habe auch drei. An Tim denken. Ja, das zählt auch. Wie viel hast du? Vier? Ja, ja, aber habe also ich auf null, deswegen. Plus, ach so, okay. 14 also. Krieg ich das? 14 für Oma, nein. Ach so, schade. Essen. Weiß auch nicht, das ist da viel, da, ab Platz 3 ich auch überlegt, auch echt aber dann schwer. Dachte ich so, nee, okay, es ist dann doch, es gibt ja auch so Sachen wie Donuts, Apfelkuchen, Nutella. Das sind dann halt schon eher so sexuell. Da würde ich schneller kommen. Sexuell, Apfelkuchen. Naja, deswegen sage ich, es gibt so sexuell aufgeladene Lebensmittel. Spargel. Bananen, Pfirsiche. Spargel hätte ich vielleicht auch schon sollen. Gut, keiner. Dann Bananen. Arbeit, Büro. Naja, Arbeit. Abwasch habe ich geschrieben. Im Wort Blowjob steckt auch ja, das Wort Arbeit und das ist eher förderlich. Ich habe auch tatsächlich eher, naja, so kann man es nicht sehen. Ich? Okay. Ich habe es auch eher so, eigentlich wollte ich auch Haushaltssachen. Ja, sie ist erzählt, also ich habe einen. Ich habe auch einen. Zwei. Ja. Und als letztes, weil ich noch irgendeine hässliche Figur haben wollte, Heino. Hässliche Figur? Ich das Florian. Ist ein Mensch. Das ist ein echter Mensch, ja. Den du gerade beleidigt hast. Ein echter, alter, dummer Mensch. Okay, null. Hallo. Das ist jetzt unglaublich. Kalt, kalt, kalt. Ha. An Kälte denken. Aha. Kann man das abkühlen? Geht das? Funktioniert das? Ja, offensichtlich. Na gut, erzählst also, du, wenn ich mal Sex haben sollte. Steuererklärung. Und ist das, wenn du sagen würdest, warm, 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 wäre das dann das Gegenteil? Ja, ne? Sowas habe ich auch überlegt, Finanzen. Wenn es zu heiß ist, ist ja auch nicht gut. Aber ich muss Steuererklärung mich noch mal informieren. Ist sowas wie Arbeit. Nee, okay. Steuererklärung auch nicht. Einfach sich selbst motivieren, nicht zu kommen. Quasi komm so. Schon, okay, du schaffst genau. Es. Komm schon, also, komm nicht. Schaka. Komm schon, glaube ich. Negative Motivation. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist bei mir wie bei dir an sich in kleine pubertierende Jungs hineinversetzen. Es geht um Männer. Ja, 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 weil es ihm so fern ist. Runterzählen. Ja. Immer wieder. Rechnen, ja. Ja. Ach, ein rechnen. Punkt. Im weitesten Sinn. Ich habe drei. Mach vier. Interessant. Ja gut, und an Tim denken habe ich null. Okay, das haben wir ja schon mit Omas gleichgesetzt. Ja, also kriege ich doch die Punkte für Oma. Nein, kriegst du nicht. Achso. Ich habe Miris Antworten.
Die waren gar nicht so schlimm. Hat das jemand? Nee. Ah, okay. Und ich habe noch Hodentorsion. Aua. Aha, aber das ist ja vielleicht dann so, dass dann gar nichts mehr geht, oder? Wenn man solche denkt ja nur dran. Er hat sie nicht, er denkt ja nur dran. Ja, trotzdem, aber er denkt dran, dass man Das kann ja das sein, aber so dann kommt er ja auch nicht. Also es ist halt, dann kommt man halt... Physisch geht dann ist es vorbei, dann ist einfach vorbei. Das, und das Beste, was einer Frau passieren kann. Hodentorsion, Alter. Bis in alle Ewigkeit kann man dann Sex haben. Und ich habe noch Alf. Alf. Das läuft bei euch eigentlich falsch. Ja, wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, dass ihr beim Sex noch nie an Alf gedacht habt? Probieren wir mal aus. Ja, super. Oh Gott. Okay, Miriam. Okay. Ich spiele echt mit den falschen Leuten. Die Ex-Freundin. In der Hoffnung, dass sie euch nicht mehr erregt. Du bist so naiv. Ja, Mann. Okay, dann nicht. Okay. Miriam. Florian. Also Flo. Nein, auch garantiert nicht. Der ist zu hot. Der ist too hot. Okay. Ich finde ja den Badezimmermülleimer. Habe ich gehört. Okay. Gibt sogar ein Lied drüber. Mhm. Weil da Darmbinden drin liegen oder was? Keine Ahnung, also da liegt halt alles widerlich so ein Darm. Ist halt ein Misch aus. Aber der Badezimmermülleimer ist doch tendenziell eher noch der unekligste, oder? Hier tun sich also Ohrenstäbchen auf. Das ist Haare aus der Haarbürste. Kondome vielleicht, Tampons, sowas alles. Nee, Kondome liegen bei mir unterm Bett. Aber die benutzten auch? Nicht an die Wand getackert? Ja, natürlich. Ach ja. Naja, Knoten rein und hackert die da rein. Naja, ich renne nicht erstmal. Boah, da muss man erstmal ein bisschen ins Bad. Also rennen, keiner hat den Badezimmermülleimer. Frau wegräumen. Und dann habe ich... Einmal im Jahr darunter wischen. Ich wollte noch was Trauriges und dann habe ich tote Welpen aufgeschrieben. Ich habe Trauriges geschrieben. Traurige tote Welpen. Weltschmerz. Was Trauriges. Also was Trauriges. Flüchtlingskrise. Ich wollte nicht nur traurig aufschreiben, darum habe ich tote Welpen. Null. Ich habe null. Aber dann dachte ich, es gibt ja auch andere Flüchtlinge. Okay, ich habe noch behaarten Arsch. Ach. Nee? Das kommt drauf an. Ja, okay. Wookies. Ist die Frage, ob sie Musiklehrerin ist. Und dann haben wir noch Dieter Bohlen. Ja, Dieter Bohlen und Heino sind ja nur im Prinzip... Also dann können wir auch Flo zählen. Also dann zählen wir auch Flo. Dann können wir auch Tim zählen. Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Okay. Zusammen mit dir. Also ich habe bei Flo zwei. Ich habe ein. Null bei Heino. Null. Also drei. Also kriegt einfach nur meine Punkte. Also ihr habt alle mich aufgeschrieben, aber alle bei null, ja? Das ist eurer wohl eure eigene Schuld. Ja, Alf zählt dann eigentlich auch. Da habe ich auch bei null. Nein, Alf zählt nicht. Ja, aber ja, ist ja egal, weil es ist auch bei null. Ach so, ja, okay. Ja. Alf, Dieter Bohlen, Heino, das ist alles eine Person. Oder hast du sie jeden zusammen in einem Raum gesehen? Das ist genau, wenn und sie... alle manifestieren sich in mir. Okay. Es ist nicht persönlich gemeint, das weißt du doch. Okay, jetzt zusammenrechnen alles. Habe ich schon. Ach, echt? Ihr habt schon? Oh, ihr seid 85. Ja richtig cool drauf. 96. Oh, fuck, ich habe ja noch nicht mal hier... Hä, was habe ich erwartet? Ich habe 100... Nein, oh, du raffst 108. Das eben, du kannst nicht meine Schrift anlesen. Aber ich bin auch nicht so gut im Rechnen, aber angeblich habe ich 100 und. Lies es nicht laut vor, dein Mikrofon ist sehr laut. Ja, schon klar. Mhm. Verstehst du? Du musst die Witze dazu kennen. Das ist ein Insider und das letzte. Ich habe 118. Ich muss ja nur wissen, was ich schreiben wollte. Ein Zollstock? Ja. Ein Stock, Miriam? Stock? Kann ich dir gleich gern erklären. Ah, es gibt 500 Dinge im Haushalt, die eher zu gebrauchen sind. Tja. Was? Ein Zollstock? Zollstock, Miriam? Was habt ihr denn so für Punktzahlen? Ach, 108? Sehr gut, ich hab 118. Schaffst du so? 85? 85. Kackt auf PC? 98. Um, weil da steht Code Tim. Eingeben. Tim hat. Achso. Oh. Ich hab 91. Das heißt, du bist Platz 2. Mhm. Gino ist Platz 1. Du bist Platz. Also Platz 3, Platz 2, Platz 1. Yay! Und ihr zählt nicht. Also nehmen wir zwei sie in die Mitte. Aber ich finde es gut, dass... Die Dunkelhaarigen nehmen... Alter, das reicht. Das machen wir jetzt gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war sie. Das war eine tolle Runde mit Frauen und Männer. Viel Spaß. Hast gleich bei Bonjour. Wir distanzieren uns von jeglichem Inhalt. Dito. Außer Tim. Der suhlt sich in jeglichem Inhalt. So, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ich schäme mich.